Seid gegrüßt, ihr da draußen außerhalb meines Arbeitszimmers. Hier ist die Goretti und ja, wir spielen ja immer noch die Kunst des Mordens, der Marionettenspieler. Und beim letzten Mal haben wir hier in Jack Dupree's Apartment so ein paar Sachen hier ja, entdeckt. Ne? Und zwar hat er sich hier so eine tolle Windrose gemalt mit ein paar farbigen Utensilien. Wir haben diesen Zettel gefunden, auf dem Zahlen in den Farben aufgeschrieben stehen, die zu dieser Windrose passen. Zusätzlich haben wir einen Imbusschlüssel gefunden. Und meine Vermutung geht ja dahin, dass dieses Rätsel hier vorne zu lösen ist. Hier vorne bei den Haken, mein Gott, die waren ja auch mit Zahlen betitelt. Also wenn der jetzt hier passt, dann wird meine Theorie wohl stimmen. Ich hoffe es zumindest. Ich habe mir das alles schon mal vorab auf so einen Zettel geschrieben. Also rot war die 5 und rot stand für Südwest. Das heißt 5. Drehen wir mal auf Südwest. Das müsste passen. Blau war Nummer 2. Das wäre hier. Und der stand für Nordwest. Das wäre dann so. Grün war die Nummer 3 und grün stand für Südost. Südost. Schwarz war die 1 und die stand auf Westen. Und rosa wäre dann Nummer 4 gewesen und die stand auf Nordost. Jawohl, da ist was aufgegangen. Was ist das? Ein Stapel Briefe von Mark Tane. Mark Tane. Der Name ist mir nicht unbekannt. Boah, das Spiel hat sich gespeichert. Das hat selten irgendetwas Gutes zu heißen. Na, ich bin mal gespannt. So, was können wir jetzt hier noch machen? Stapel Briefe. Ein Stapel Briefe von Mark Tane. Und damit können wir nichts weitermachen. Jack war es sehr wichtig, die Kiste und den Notizblock zu finden. Okay, können wir die... Ah, Tatsache. Eine Kiste. Hier sollen die Briefe drin sein, die Jack auf der Brücke erwähnt hat. Mhm. Ich hoffe, dass diese Notizen Jack Dupree entlasten. Können wir irgendetwas damit machen? Das Briefe? Funktioniert nicht. Nö. Können wir das öffnen? Nein, können wir nicht. Da macht sie was. 14. Mai 2007. Merkwürdige Geschichte, das mit der Kiste. 16. Mai 2007. Endlich habe ich sie aufbekommen, aber ohne Schlüssel wäre es nicht gegangen. Es waren französische Dokumente drin. Leider sind die meisten stark beschädigt. In einem Seitenfach war ein Metallteil. Keine Ahnung, wozu das gut ist. 19. Mai 2007. Ich habe eine der besser erhaltenen Seiten übersetzen lassen. Darauf steht, dass mein Vorfahr sofort seinen Namen ändern ließ, nachdem er in New Orleans angekommen war. Davor hieß er Gérard-Louis de Bourgenville. Er kam etwa 1793 nach Frankreich. 14. Juni 2007. Ich werde nach meinen Ursprüngen forschen. Heute breche ich nach Frankreich auf. Ich habe die Reise immer wieder aufgeschoben, aber es kann nur gut sein. 30. Juli 2007. Paris ist um diese Jahreszeit wirklich wunderschön. Besonders, weil ich eine Wohnung im Zentrum gefunden habe. Beim Putzen bin ich auf eine Art Geheimversteck im Oberlicht gestoßen. 2. August 2007. Meine erste Suche in den Archiven ergab nichts. Scheinbar legt mir jemand Steine in den Weg. 4. August 2007. Gestern ist jemand in meine Wohnung eingebrochen. Zum Glück waren die Dokumente gut versteckt. Es fehlt nichts. Ich war bei der Polizei, aber dort hat es niemanden sonderlich interessiert. Was? Eine Uhr? Ich glaube, da kommt jemand. Ich verstecke mich lieber. Wo denn? Wo denn? Schrank, hier. Oh, Gott. Da sind wir ja nochmal um Haaresbreite entkommen. Wo geht es jetzt hin? GPS, zeig es mir an. Zurück zum Hotel. Hältst du das für eine gute Idee, liebe Nicole? Da erwartet uns doch wahrscheinlich nichts Gutes.
Ja, das war ja interessant. Das war scheinbar hier das Tagebuch von Jack Dupree. Und ganz auflesen konnten wir es nicht, weil da kam ja dieser Kerl. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt tatsächlich einfach mal ins Hotel. Was anderes wird uns ja hier nicht angeboten. Polizeistation, da will ich sowieso nicht hin. Ballettübungsraum, die sind ja alle ausgegraut. Okay, dann auf zum Hotel. Diese Fußgängerin ist sehr verdächtig. Ist das eine Frau oder ein Mann? Egal. ja, da stehen wir jetzt wieder am Hotel. Fotos haben wir natürlich nicht mehr gemacht, aber warum auch? Wir besitzen sicherlich keinen Laptop mehr, das wir noch benutzen könnten, um Fotos über den Teich zu übermitteln, weil mit dem Laptop hat sie ja rumgeschmissen, ne? Gibt es hier irgendetwas eigentlich? Warum kann ich hier hin? Nö, scheinbar nicht. Okay, dann wieder zurück. Zack, zack, liebe Nicole, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ah, was? Tut mir leid, Ihnen Ihre kostbare Zeit zu stehlen. Ja? Bitte sagen Sie mir, was mit Jack ist. Ich habe gehört, dass er verhaftet wurde. Warum fragen Sie mich und nicht die französische Polizei? Sie als Amerikaner sehen das Ganze wahrscheinlich anders. Das ist irrelevant. Ist Jack ein Freund von Ihnen? Wir haben uns in New Orleans getroffen. Ich war geschäftlich unterwegs wegen einiger Bauverträge. Wir haben gut zusammengearbeitet. War das dieses Jahr? Ja, vor ein paar Monaten. Wollten Sie noch etwas anderes mit mir besprechen? Ich würde gerne wissen, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Ich glaube nicht. Aber geben Sie mir doch Ihre Karte für alle Fälle. Natürlich, hier, bitte. Louis Carnot, Bauunternehmer. Was wird Jack denn vorgeworfen? Hat man bei ihm Beweisstücke gefunden? Die Leiche seiner Geliebten war dort. Klingt ziemlich belastend, oder? Jack sagte mir, dass in seiner Wohnung einige wertvolle Dokumente seien. Hat man die sichergestellt? Fragen Sie bitte die Polizei. Warum interessieren Sie sich dafür? Darüber sprachen wir als letztes. Irgendwie blieben mir diese Dokumente im Gedächtnis. Wenn Sie mich bitte entschuldigen, ich habe wenig Zeit. Danke für das Gespräch. Was sollte denn? Ich traue ihm nicht. Seine Fragen über die Unterlagen waren seltsam. Und diese ganze New Orleans-Sache, kann es ein Zufall sein? Ich komme hier ins Hotel und mich quasselt direkt so ein Kerl, Louis Carnot, an. Also das ist mir jetzt gerade zu hoch. Das kapiere ich nicht. Sind hier irgendwelche Dokumente an der Rezeption? Nein. Fragen wir mal an der Rezeption. Wer war denn dieser Knilch? Safe. Haben Sie einen Safe hier? Ja, haben wir. Was möchten Sie denn hineinlegen? Diese kleine Kiste. Ach komm schon, jetzt gibt sie die Kiste einfach ab. Ey, ich wollte doch versuchen, dieses Ding zu knacken. Warum? Diese Kiste ist sehr wertvoll und ich würde sie nur ungern in meinem Zimmer lassen. Ja, ich habe schon gesehen, dass das ein wertvolles altes Stück ist. Ein Familienerbstück sozusagen. Interessieren Sie sich für Antiquitäten? Eigentlich nicht. Wenn Sie es sich anders überlegen, ich kenne einen Experten auf diesem Gebiet. Danke, aber ich habe keinen Bedarf. Ich wollte es nur sagen. Das ist zu freundlich von dir. Nicole, bedank dich mal. Ich brauche die Kiste vielleicht bald wieder. Kein Problem. Jederzeit. Na gut. Da steht ein Name und eine Mobilnummer, aber keine Adresse. Louis Carnot, Telefonnummer. Also das war mir jetzt gerade ein bisschen suspekt. Und was sollen wir eigentlich überhaupt hier wieder im Hotel? Frag ich mich. Wer war denn dieser Mensch, der auf uns geschossen hat? Müssen wir wieder nach oben auf unser Zimmer? Wir können doch gar nichts machen hier, oder? Sind wir jetzt nur hier hingekommen, um diese Kiste in Safe abzugeben? Und wieso lauert uns dieser Louis Carnot hier auf? Das ist mir jetzt gerade. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, was ich jetzt machen soll. Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich meine, okay, ich habe das Spiel einmal durchgespielt vor, keine Ahnung, vielen Jahren. Okay, tatsächlich, es wird mir der Moulin Rouge angezeigt, wegen wahrscheinlich diesem Schlüssel.
Einziger Hinweis, einzige Möglichkeit. Ab geht die Post. Oh, bleib mal locker, Mann. Was fährt da hier mit quietschenden Reifen los? Das war ein wenig unheimlich. Heimat der Künstler und der verspielten Frauen. Und da ist das Moulin Rouge. Wo steht denn Nicole? Die hat man reden hören, aber irgendwie sehe ich sie hier nirgendwo stehen. Ach, da hinten, ganz klein. Auto, nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen sicherlich zum Moulin Rouge. Sagst du dazu nichts? Der berühmte Spielplatz der betrunkenen Künstler. Meine Güte, bist du manchmal schwerfällig, junge Frau. Eingang. Gehen wir mal hin. Hier hat Toulouse-Lautrec Zeichnungen von Cancan-tanzenden Frauen gemacht. Hier hat Edith Piaf früher gesungen. Es ist eine legendäre Show. Zu schade, dass sie heute geschlossen ist. Okay, wir können uns angucken. Hier ein paar Poster, da eine Tür, das machen wir sofort. Geh doch mal wo an. Nein, nicht zurückgehen. Geh mal da vorne hin, damit ich mir das... Das ist alles Tür. Nee! Auf dem Poster tanzt eine spärlich bekleidete Dame Cancan. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen, dass sie da was aufheben kann. Was mache ich denn in dieser Folge für einen Blödsinn? Werbeposter für die nächste Show. Leider erst in 2 Wochen. Ach, da steht closed drauf. Okay, closed. Ich frage mich, ob der Schlüssel, den ich gefunden habe, hier passt. Das ist eine gute Idee. Schade. Der Schlüssel passt nicht. Das wäre auch zu schön gewesen, ne? Werbeposter für die nächste Show. Leider erst in 2 Wochen. Okay, das haben wir mitgekriegt. Wahrscheinlich sagst du bei dem auch das Gleiche, ne? Werbeposter für die nächste danke, Show. Danke, danke, danke. Leider erst in 2 Wochen. Gut, hier kommen wir also schon mal nicht hinein. Gibt es irgendwo einen anderen Weg? Hintereingang, jawohl. Und hier konnte ich auch noch... Ach, das ist nur das Auto. Ja gut, da will ich ja jetzt erstmal noch nicht hin. Gehen wir mal zum Hintereingang. Jetzt habe ich so ein blödes Poster, wofür auch immer. Die Rückseite sieht nicht so prachtvoll aus. Hauptsache, die Windmühle dreht sich noch. Ja, stimmt. Die dreht sich tatsächlich. Okay, also Schubkarre sehe ich hier gerade. Eingang, das klingt nicht schlecht. Eimer, Sandhaufen, da kann ich nichts machen. Gucken wir uns mal die Schubkarre als erstes an. Wenn man sowas hat, dann kann das nur bedeuten, dass man irgendetwas davon braucht. Ich habe hier erstmal einen kaputten Eimer, ein Rad, ein Rohr. Meine Güte, das ist eine ganze Menge hier, ne? Dieser Eimer hat ein Loch. Früher waren solche Dinger verlötet. Ja, da hast du recht. Können wir es mitnehmen? Trotz alledem, Eimer mit Loch. Dieser Eimer hat ein Loch. Früher waren solche Dinger verlötet. Sogar ein richtig großes Loch. Das kaputte Rad ist schon fast von der Felge gerutscht. Aber wir nehmen es mit, ja? Das kaputte Rad ist schon fast von der Felge gerutscht. Ach so, das ist das... Die Felge und Rad, können wir es auseinandernehmen. Tatsache. War klar. So kann ich damit was anstellen. Hey. Bring mich nicht durcheinander, liebe Nicole. Ich bin schon durcheinander genug. Wurde die wohl weggeschmissen, weil sie für eine Tänzerin zu grob war? Hat die Tänzerin damit vielleicht irgendjemanden erschlagen? Es war gut. Für eine Tänzerin zu grob? Okay, dann gibt es hier noch den Eingang. Da gehe ich auch mal hin. Noch habe ich ja ein bisschen Zeit. Guck mal, ob die Tür aufgeht. Wasserzufuhr, aha. Abgeschlossen. Ah, passt da vielleicht der Schlüssel? Schade. Der Schlüssel passt nicht.
Da ist, haben Schlüssel wir mit einem Schlüsselring des Moulin Rouge. Ja, und diese Schlüssel passen nirgendwo rein. Das verstehe ich nicht. Klappe. Klappe. Damit können wir auch nichts tun. Klappe. Da ist ein Schalter. Damit können wir auch nichts tun. Wasserzufuhr. Entschuldigung. Oh, dreh das zu. Jetzt reicht es mit dem Wasser. Ja, war eine nette Spielerei. Ja gut, aber keine Ahnung, wofür wir das Wasser brauchen. Dann gucken wir uns noch in dieser Folge eben die Klappe wenigstens an. Für viel mehr reicht es nicht. Vorhängeschloss. Um die Klappe zu öffnen, muss ich mich erst um das Vorhängeschloss kümmern. Vielleicht passt der Schlüssel ja an dem Vorhängeschloss. Geht nicht. Ah, geht nicht, gibt's nicht. Die kleine kurze Videosequenz. Wie werde ich dieses Vorhängeschloss los? Mir kommen da schon so ein paar Ideen. Ich habe ja Stange und Hasse nicht gesehen. Aber das werdet ihr leider erst in der nächsten Folge erfahren. Bis hierher bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!